Hallo, hallo. So, jetzt will ich euch mal erklären, warum so viele Menschen eigentlich nicht mal wirklich wissen, wie sie glücklich sein können, über was sie sich freuen, über was sie sich begeistern und warum viele Menschen stattdessen eigentlich mehr so gedämpft und betrübt und sorgenvoll und vielleicht manchmal auch ein bisschen wütend oder schlecht gelaunt daherkommen und es nicht fertig bringen, wirklich herzlich zu sein. Wir kennen es alle von uns, diesen Zustand. Wir kennen es, wenn wir morgens aufstehen mit dem falschen Fuß und dann irgendwie das Gefühl haben, es ist nichts so, wie es sein sollte, die ganze Welt ist scheiße, alles ist gegen mich und ich habe nur Probleme, alles liegt an mir, niemand hilft mir und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen, das sind energetische Zustände, das sind Frequenzen, die wir dann nachher ausstrahlen, das ist unser Seinszustand, das ist unser So-Sein, das ist das, wie wir uns und die Welt wahrnehmen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass das Ganze nur damit zu tun hat, was du denkst und was du glaubst und was für Auffassungen du hast, wer du bist und wer die Welt da draußen ist. Und für viele ist es ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir haben ja alle immer Gründe. Wir haben immer einen guten Grund, schlecht gelaunt zu sein. Wir haben immer einen guten Grund, Dinge abzulehnen. Wir haben immer einen guten Grund, wütend zu sein. Wir haben immer gute Gründe, ärgerlich zu sein. Wir haben immer gute Gründe. Also es ist immer ein Grund da, den wir dazu brauchen und nehmen können, um in einen schlechten, unguten, sich nicht gut fühlenden Seinszustand hüpfen zu können. Wir finden für alles eine Begründung und wir finden für alles irgendwo eine Rechtfertigung. Und genau das ist es, was wir begreifen müssen. Wenn wir schon so funktionieren, dass wir da überall in dieser Welt Sachen lesen, Sachen sehen, Symbole haben, Menschen haben, Ansichten haben, Bücher haben, Fernsehfilme haben, Dokumentationen haben, die uns darin bestätigen, dass wir Recht haben. Diese Dinge bestätigen uns, dass wir ein Recht haben darauf, wütend zu sein. Wir haben ein Recht darauf, Dinge blöd zu finden. Wir haben ein Recht darauf, Sachen abzulehnen. Aber wir müssen verstehen, dass all dieses Recht und diese ganze Rechthaberei uns niemals dahin bringt, wo wir sein wollen. Und zwar in einem Zustand, wo wir gut genug sind. Wo wir einfach grundlos gut genug sind. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt, egal was war, was vorher war, was gestern war, was letztes Jahr war, was in irgendeinem Punkt meiner Vergangenheit war, was mir gesagt und erzählt hat und klargemacht hat, wie fehlerhaft ich bin. Und diese Fehlerhaftigkeit, die finde ich immer wieder, wenn ich sehe, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Immer wenn ich irgendwo da draußen in meinem Leben, in dem, was mir passiert ist, sehe, dass die Dinge nicht so laufen oder nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, fängt folgender Gedankengang an. Warum ist das so? Warum ist es so? Warum läuft es nicht so, wie ich es haben will? Was mache ich falsch? Immer. Wie oft fragst du dich täglich, was mache ich falsch, dass das nicht so ist, wie ich es haben möchte? Was mache ich falsch, dass die Leute
nicht so zu mir sind, wie ich gerne hätte, dass man mit mir umgeht? Was mache ich falsch, dass ich nicht promoviert bin, dass ich nicht weiter befördert worden bin in meiner Firma, dass irgendjemand anders diese Beförderung bekommen hat? Was mache ich falsch? Warum bin ich nicht gut genug? Was mache ich falsch, dass mein Partner, mein Freund, meine Freundin, meine Mitarbeiter morgens reinkommen und schlechte Laune haben? Was mache ich falsch? Was läuft da falsch? Was läuft falsch mit den anderen? Was läuft falsch mit der Welt? Was soll ich machen? Was kann ich machen, wenn da doch alles falsch läuft? Und wenn ich diese Auffassung habe, dass theoretisch, praktisch in meinem Leben immer wieder Dinge falsch laufen. Per se läuft Zeug falsch. Wir unterhalten uns den lieben langen Tag, egal was wir reden, im Smalltalk oder in ehrlichen, wichtigen, geschäftlichen Besprechungen. Wir unterhalten uns immer darüber, was falsch läuft. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, uns den Kopf und unsere Zeit damit zu zerbrechen, was falsch läuft. Was ich falsch mache, was die anderen falsch machen, was in der Welt falsch läuft, was hier nicht gut ist und was nicht in Ordnung ist. Stell dir mal selber diese Frage, beobachte dich mal, überleg dir mal, womit, mit welchen Ansichten und Gedanken verbringst du den lieben langen Tag? Bist du nicht auch darauf trainiert und fokussiert, Fehler zu suchen, um sie hinterher in Ordnung zu bringen? Ist es nicht womöglich dein Job? Mein Job war das. Mein Job war das schon in meinem Nebenjob im Studium und natürlich auch schon in der Schule. Wir sind doch darauf getrimmt, immer wieder zu schauen, was habe ich falsch gemacht? Wo sind die Fehler? Wir werden so konditioniert und mit dieser Konditionierung ist es ganz, ganz schwer, plötzlich eine andere Brille aufzusetzen und zu sagen, was läuft denn gut? Was läuft denn gut? Warum läuft es denn die ganze Zeit so gut? Und so weiter und so fort. Warum laufen die Dinge so gut? Oh mein Gott, wieso läuft alles so super? Und so weiter und so fort. Das haben wir nicht gelernt, so zu denken. So denken die wenigsten. Und die, wenn ich jemand bin, der so denkt, immer wieder Fehler sucht und Verbesserungen sucht und sucht wer, wie, wo, was, auf welche Art und Weise falsch ist und falsch läuft, dann wirst du genauso ein Umfeld für dich generieren und kreieren von Menschen in der Arbeit, privat, die genauso gepolt sind, die genauso konditioniert sind, die genauso unterwegs sind und schauen, wo die Dinge falsch laufen und wie man sie berichtigen kann. Und das ist der Grund, warum ich in mir nie Glück, Zufriedenheit und Erfülltheit fühlen kann. Und Spaß, einfach nur Spaß. Weil ich ja die ganze Zeit super, super beschäftigt bin zu suchen, wo die Dinge falsch laufen, weil ich die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit darauf habe, die Fehler im System zu finden, um sie dann zu korrigieren. Durch Dinge, die ich tue, durch Dinge, die andere tun sollen, durch Maßnahmen, die ich ergreifen soll und so weiter und so fort. Und du merkst schon, das ist genau dieses Hamsterrad, in dem sich viele befinden. Das ist kein Hamsterrad der Arbeit oder des Stresses, sondern es ist tatsächlich ein Hamsterrad der Ansicht, dass irgendwo Dinge oder dass überall Dinge falsch sind und dass ich dafür verantwortlich bin, sie zu korrigieren. Und der Ausweg daraus ist einfach eine Komplettheilung, eine Komplett-Transformation meiner hauptsächlichen Ansicht und meiner hauptsächlichen Brille, dass ich hauptsächlich durch die Welt laufe und anstatt mich zu fragen den ganzen Tag, was läuft da falsch, was sollte anders laufen, was sollte besser laufen, dass ich dann mich den ganzen Tag auch in meinen inneren Selbstgesprächen darüber unterhalte, warum läuft alles so gut, wieso laufen die Dinge hier so gut, warum sind die Leute da so glücklich, warum fühle ich mich
unendlich glücklich, warum bin ich bedingungslos zufrieden und so weiter und so fort. Das ist eine andere Schallplatte, die es gilt, in meinen Kopf zu implementieren. Und natürlich ist es nicht eine einfache Sache, weil es ja dieses Fehlersuchen, das hat mich ja ein Leben lang geschützt, das hat mich ein Leben lang beschützt und es hat mich vor allem ein Leben lang wertvoll und wichtig erscheinen zu lassen. Und je mehr ich die Fehler korrigieren konnte, je mehr ich zeigen konnte, wie gut ich bin im Fehler finden und sie dann zu auszumerzen, zu korrigieren, dann kann ich dieses wahnsinnige Talent, das ich mir angeeignet habe, dazu nutzen und kann anfangen, Denkfehler zu finden und zu korrigieren, Ansichten zu finden und zu korrigieren. Und durch diese Korrektur all meiner Ansichten, meiner Gedanken, meiner Rückschlüsse, meiner Überzeugungen verändert sich meine komplette Energie, mein kompletter Seinszustand. Und ich bin in der Lage, plötzlich zu erkennen, was geil ist, was schön ist in meinem Leben, worüber ich mich freuen kann, dass ich mich endlich absolut bedingungslos begeistern kann. Aber erst wenn ich diese Korrekturen gemacht habe, insbesondere in diesen Ansichten, weil dadurch korrigiert sich mein energetischer Zustand, korrigiert sich meine Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit, die ich eigentlich zu Anfang meines Lebens, zum Start, zu meinem Geburtszeitpunkt war. Und diese Persönlichkeit, die ist in mir drin. Viele suchen in sich drin irgendein verletztes inneres Kind oder sonst irgendwelche Verletzungen, aber in Wahrheit ist da auch diese Divine Design Identität, Persönlichkeit von mir zu finden. Aber ich kann sie eben nicht finden, wenn ich die ganze Zeit drauf aus bin, Fehler und Dinge zu suchen, egal ob sie bei mir oder im Leben sind, die nicht in Ordnung sind. Ich werde sie finden und ich werde Recht haben. Wenn ich dieses Ganze verändern kann und sagen kann, okay, jetzt fange ich aber an, Dinge zu finden und zu suchen, die absolut in Ordnung bei mir sind, wo ich großartig bin, wo ich mich stolz fühlen kann, einfach grundlos, bedingungslos, dann fängt sich an, mein ganzes System neu zu kalibrieren. Und das brauche ich. Ich brauche einen neuen Seinszustand. Der ergibt sich aus der Annahme meiner wahrhaftigen Identität, die ich ja immer schon hatte, aber ich war fehlinformiert. Ich war absolut fehlinformiert, ich war fehlprogrammiert, so dass ich einfach nur auf Mangel orientiert habe. Und jetzt muss ich das Ganze einfach mal einmal herumdrehen und sagen, gut, fehlinformiert, es herrscht Mangel und Fehler. Jetzt kriege ich die Information, jetzt verstehe ich das, wie diese Energien funktionieren, weil ich die ganze Zeit irgendwie Kurzschluss und Disharmonie gesucht und gefunden habe, könnte ich doch nicht genauso auf die gleiche Art und Weise Harmonie, Fülle, Freude, Wohlfühlen und Spaß finden. Aber diesen Spaß kann ich nicht finden, solange ich mich noch als diese fehlerhafte, nicht gut genug Persönlichkeit identifiziere. Du wirst nie Spaß haben, du wirst nie Vertrauen haben, du wirst nie wirklich glückselig sein, solange dein Kopf dir immer wieder diese Geschichten und Programme erzählt und dich dazu trimmt und darauf aufmerksam macht, unbewusst immer wieder diese Platte läuft, da muss was korrigiert werden. Es muss was korrigiert werden. Es kann nicht sein, dass irgendwas in Ordnung ist. Es kann nicht sein, dass ich mich jetzt gerade um nichts kümmern muss. Es kann nicht sein, dass ich gerade nichts machen muss. Ich muss doch irgendwas machen, damit ich gut genug bin. Ich muss doch irgendwas machen, damit ich das verdient habe, was ich mir wünsche. Ich muss doch irgendwas machen, damit es endlich gut genug ist. Und erst wenn du kapierst in deinem Kopf, dass es eben genau darum geht, dass du nur das Einzige, was du machen musst, ist deine Ansichten und deine Perspektiven verändern. Von dieser Perspektive, die die Menschheit hier hergebracht hat und einfach mal in die Scheiße reinge
geschmissen hat und fehlprogrammiert hat, so dass wir auf dieser Reise zu unserer Ursprungsprogrammierung, zu unserem Ursprungsseinszustand anfangen, das Leben zu studieren und es zu begreifen und zu sehen, wie wir eigentlich als energetische Menschen und Wesen hier funktionieren, Energien generieren und kreieren und im Außen wieder reflektiert bekommen. Und dass wir hier diese Reise machen, und das ist keine Hokuspokus-Reise, diese spirituelle Reise ist eine energetische Reise. Es ist eine Reise, wo wir anfangen, uns nicht mehr über Körperlichkeiten, über Objekte zu identifizieren, sondern über die Energie, die wir generieren. Und Body, Mind and Soul, also Körper, Verstand und Seele, meint eben hiermit nicht den menschlichen Körper, sondern es meint alle Körper. Ja, Himmelskörper kennt ihr vielleicht noch, auch dieses Wort in diesem Zusammenhang. Alles, was Objekt, ein Objekt ist, alles, was objektifiziertes Gegenstand ist, ist ein Körper. Alles ist ein Körper. Es ist ein Objekt und deswegen ist es ein Körper. Und das ist mit Körper gemeint. Mit Körper ist Form gemeint. Also geht es darum, Form, die entspringt aus deinem Mind, aus deiner Vorstellungskraft, aus deinem Denken, aus deinen Ansichten, Rückschlüssen und Überzeugungen. Und das gibt deinen Körper, das gibt den Körper des Geldes, das gibt den Körper der Häuser und des Autos und all das gibt den Körper, aber es entspringt in unserer Vorstellungskraft. Und Soul ist einfach diese Energie, die sagt, es ist alles in Ordnung, es ist in Ordnung, es ist perfekt, es ist gut, hier ist die Power ist da, das ist Energie. Dieses Soul, damit ist in der Kirche heißt es der Heilige Geist, ja, das ist damit gemeint. Damit ist genauso das gemeint, wenn sie sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist Soul. Und der Vater ist die Vorstellung dessen, der Perfektion, der Vorstellung, dass alles so in Ordnung ist, wie es sollte. Und der Sohn ist die menschliche Verkörperung von dieser ganzen Geschichte. Wenn du das mal verstehst, was diese ganzen altertümlichen Philosophien und Heilmethoden und so weiter und so fort wirklich gemeint haben, ist es tatsächlich nur, dass dein Verstand ist diese Vorstellungskraft, ist Gott, ist der Vater. Aber dass er der Vater dessen ist, der Dinge, die wunderbar und perfekt und in Ordnung sind. Weil wir als Mensch, wir unterstellen ja unseren Vätern immer wieder, dass sie vielleicht schlechte Intentionen haben, es uns nicht lieben, es nicht gut genug meinen. Hier ist eben diese Vorstellung eines Vaters gemeint, der die Dinge in seinem Antlitz, in seiner Anbetracht, in seiner Ansicht des Perfekten, des Schönsten, des Besten kreiert und generiert. Und es ist alles in unseren Köpfen so ein Wischiwaschi gemacht worden, dass wir versuchen müssen, diese Sachen zu klären und alles in einem Punkt und in eine Essenz und ein Verständnis zusammenzubringen. Dann haben wir ein Prinzip, auf das wir uns verlassen können. Und dann können wir heilen. Dann können wir heilen, aber nur, wenn wir uns selber erst heilen. Wenn wir uns selber so sehen als dieses geheilte Wesen. Und dann verstehen, dass nur dadurch, dass wir uns als heil und ganz, absolut perfekt und in Ordnung sehen und selbst verstehen, dieses Selbstverständnis des Heilseins, der Perfektion in uns tragen und gleichzeitig ermächtigen, genau diese heilende Nachricht, diese Message, diese heilende Perspektive, dieses Heile weiterzutragen, weil das unser tiefstes Empfinden ist, das wir allem wollen. Wir wollen nicht mehr in so einer
Lüge leben, dass alles falsch und schlecht ist und korrigiert wird. Wir alle haben dieses krasse Bedürfnis, die Welt zu heilen, unsere Liebsten zu heilen, unser Umfeld zu heilen. Aber dazu müssen wir erkennen, dass wir ein selbstgeheilter Heiler schon sind. Und nur dann geht es, dass wir diese Energie, diese informierte Energie, diese Message raustragen und tatsächlich dann das Erleben verkörpern, worauf wir so Lust haben, wonach wir uns sehnen. Also es ist ein riesen Turnaround, es ist eine riesen Transformation von Fehlenergie, von Fehlinformation zur richtigen Information. Und weil es natürlich für unseren Verstand von heute auf morgen nicht so einfach zu verstehen ist, habe ich einen 3-Monats-Kurs Inner Healing konzipiert, der sich genau damit beschäftigt, dir diese Prozesse, all diese Dinge verständlich macht und dir hilft, in diese Transformation zu gehen und diese alte Identität, die auf Basis von Lügen entstanden ist, die wir so gemeinhin Ego nennen, wobei das auch wieder so viel falsch verstanden wird, dass du in deine Divine Design Identität eintrittst und aus der heraus lebst und daraus kreierst und generierst, und zwar genau die Dinge, die du haben willst. Aber solange du noch der Unheiler bist, die Unheile Suchende, die Fehlersuchende, die Fehlerkorrigierende, der Fehlerkorrigierte, Korrigierende, wird es für dich nicht dauerhaft klappen. Diesen Transformationsprozess darfst du durchgehen und verkörpern und quasi wie Phönix aus der Asche neu geboren sein und neu entstehen. Und damit sind all deine Traumas der Vergangenheit, deine Verletzungen, all das, was dich immer noch beleidigt hat, was du mitträgst, was dich wütend macht, all das darf gehen. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, dich anzumelden. Wir starten am 1. Februar, März, April, 3 Monate geht diese Ausbildung. Und das brauchst du für dein Leben. Das ist eine Ausbildung, die muss jeder machen, eigentlich. Jeder muss es verstehen. Ohne Hokuspokus, ohne Wenn und Aber, einfach nur so, wie es ist, wenn du erkennst, dass du ein energetisches Wesen bist, das Energien generiert und dann weiter trägt und damit generiert. Also, kannst du dich dafür anmelden, Mann und Frau, herzlichst willkommen. Für die Frau selber, die sagt, 3 Monate will ich nicht, bin ich noch nicht ready, haben wir im Januar, jetzt startend am 15. Januar, die ikonische Frau, Iconic Woman. Ja, du bist das. Und die wohnt in dir, dieses Iconic Woman. Du bist hier, um jemand zu sein tatsächlich. Du bist hier, um jemand zu verkörpern, der eine ikonische Wirkung hat. Und das willst du. Auch das ist die Basis für uns als Frauen, dieser Schmerz, dass wir uns anstatt als ikonische Frau, als Putzfrau, als Dienerin, als Sklavin wahrnehmen. Und auch das ist eine der allergrößten Lügen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn du spürst, dass du keinen Bock mehr hast, Dienerin, Fußabstreiferin oder was auch immer noch zu sein, ist das Programm für dich. Es sind 4 Module, es kostet 1555 Schweizer Franken und es sind 4 Module, die werden aufgenommen. Du trainierst, du verstehst, du transformierst. Das ist der Job. Das ist der Job. Wir müssen aus diesem beschränkten, falschen, kaputten Denken raus und in ein neues, ganzes, ganzheitlich perfektes Denken einsteigen. Dann kommt Spaß, da kommt Freude, da kommt Glück, da kommt Geld. Aber es muss eine ganze, komplette Transformation deines Seinszustandes stattfinden. Sonst wirst du immer wieder Baustellen haben. Also, ich hoffe, gedient zu haben in diesem Video. Ich hoffe, dass ihr das mögt, liked, teilt, weitergebt, dass ihr bereit seid, diesen Weg
für euch zu gehen, um dann hinterher stabil in diesem Leben Freude, Freiheit, Spaß zu spüren. Es ist so, so wichtig, dass wir erst verstehen und dann machen und nicht einfach machen, weil es alle machen. In diesem Sinne, bis ganz bald.